Einstimmig wurde der niederösterreichische Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser in seine zweite Amtsperiode gewählt. In den nächsten 5 Jahren seiner Amtszeit will Wieser unter anderem weiter gegen Lohndumping und bessere Bedingungen für Pflegepersonal kämpfen. Die Vollversammlung ist das oberste Gremium und aus ihrer Mitte wird ein Präsident gewählt, die Vorstandsmitglieder, die Kontrollausschussmitglieder. Und diese Vollversammlung gibt jetzt alle die ganzen 5 Jahre sozusagen den Kurs vor, indem sie den Voranschlag beschließt, den Rechnungsabschluss und den Jahresbericht freigibt und dafür sorgt, dass das die Arbeiterkammer auf Kurs bleibt. Auf Kurs bleibt der bei der Vollversammlung von allen Fraktionen einstimmig wiedergewählte AK Niederösterreich-Präsident. Natürlich freut einen das und das ist eine Bestätigung für die gesamte Arbeiterkammer, dass wir in der Vollversammlung im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam agieren. Und natürlich die Geschlossenheit über alle Fraktionen ist schon eine besondere Auszeichnung für die Arbeiterkammer Niederösterreich. Nach den Schwerpunkten in den kommenden Jahren gefragt, gibt Wieser eine eindeutige Devise aus. Menschen sind keine Maschinen. Menschen haben, wie ich immer sage, ein Herz, eine Seele, haben Ansprüche, haben auch einen fairen Lohn und Gehalt für korrekte Arbeit verdient, haben verdient, dass man auf die Bedürfnisse eingeht, dass wir vor allem diese großen Herausforderungen in der Arbeitswelt, sagen wir, Stichwort Digitalisierung, Arbeit 4.0, Wirtschaft 4.0, wie immer, dass wir auch darauf reagiert haben mit einem Zukunftsprogramm, das wir verabschiedet haben, was all diese Bereiche abdeckt. Und ich sage es auch bewusst, es ist eine große Freude, dass wir heute über alle 6 Fraktionen in der Vollversammlung es geschafft haben, eine Grundsatzerklärung abzugeben, wo all die Positionen drinnen sind, bis hin sogar zur Ökologisierung, auch im Bereich der Arbeitswelt, hier geschlossen dahinter zu stehen. Der ebenfalls gewählte Vizepräsident hebt die weitgehende Kooperation über Parteigrenzen hinweg hervor. Natürlich, und das hat die Vergangenheit gezeigt, wir haben nicht immer dieselbe Meinung und es gibt auch hitzige und heftige Diskussionen und auch Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist durchaus legitim, das gehört dazu und ist auch gut so. Der Präsident hat schon gesagt, die nächsten 5 Jahre stehen vor allem leistbarer Wohnraum und andere Themen im Vordergrund. Ziehen Sie da natürlich auch mit? Sind das auch Ihre Themen? Ja, hat auch diese gemeinsame Kundmachung gezeigt. Natürlich haben wir als Fraktion andere Schwerpunkte im Fokus, aber doch stehen wir zu der gesamten Resolution. Präsident Wieser spart jedoch in seiner Rede nicht an Kritik an der aktuellen Regierungspolitik. Er zeigt sich besorgt. Weil derzeit die Bundesregierung alles unternimmt, die Sozialpartnerschaft zu zerschlagen, nicht zu befragen. Ja, und mit Arbeitnehmerunterstützung und Rechten schaut es auch nicht sehr gut aus. Und wenn man dann Stichwort Europawahl blickt, dass viele Staaten Europas immer das Beispiel in Österreich genommen haben, Sozialpartnerschaft, dann müssten wir eigentlich das Beispiel Niederösterreich exportieren in allen Mitgliedstaaten Europas und nicht in Österreich gerade darauf arbeiten, diese hervorragende Sozialpartnerschaft zu zerstören.